Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Elex 2 hier auf dem Kanal. Das dürfte inzwischen Stunde 18 sein. Ich glaube Stunde 18. Falls nicht, egal, die Stunden verschwimmen, weil das Spiel einfach so schnell geht. Und wir sind hier am Nordtor bei den Alps und wollten jetzt Richtung Südtor, da wir uns mit Zarik treffen, um die Quest zu erfüllen, warum das Silo in die Luft gejagt wurde. Was hältst du von der Theorie, dass sie das Silo mit Absicht in die Luft gesprengt haben? Was? Das ergibt doch keinen Sinn. Du weißt um unsere Elex-Knappheit. Was, wenn das Silo kaum Elex hatte? Was, wenn sie nur einen Grund gesucht haben, uns weiteres Elex zu verweigern? Das würden sie doch nicht tun. Wer weiß. Es hat sich einiges geändert. Aber behalte es für dich. Hab die Nachricht gelesen. Oh, man sieht nichts, Tobi. Oh, man sieht nichts. Man sieht nichts, Tobi. Man sieht nichts. Ich habe nur gerade mit denen... Oh, die sind gerade weggegangen. Hier standen gerade noch zwei Typen. Direkt vor mir standen zwei Typen, die sich unterhalten haben. Egal. Solche Patzer gehören zum Streaming dazu, da mache ich auch kein Tarat rum. Ich könnte natürlich alles neu starten, aber das wäre Quatsch. Lost, ja, ein bisschen vielleicht. Ist gar nicht schlimm, also das darf ich auch nicht so eng sehen. Und das tue ich auch nicht eng sehen. So. Warte, das war der Typ. Oder? Mit dem, das ist Zarik. Der Hammer. Bereit? Ja. Bringen wir es hinter uns. Dann los. Wie sieht dein Plan aus? Das erfährst du schon noch. Bis es soweit ist, folgst du meinen Anweisungen und stellst keine Fragen. Ich will den Typen einfach umbringen, hier und jetzt. Einfach Kopfschuss in den Rücken. Ich sag, ein Vieh hat ihm den Kopf abgebissen. Wir haben den Weg nicht geschafft. Tut mir sehr leid. Passiert. Ja, ihr wisst ja. Die Gegend ist gefährlich, die Monster sind groß. Das kann halt mal passieren, dass jemand seinen Kopf verliert. Ist dir der Stützpunkt der Kleriker bekannt? Kopfschuss in den Rücken, genau. Es war ein Kopfschuss ins Knie. Nein. Nein. Schlecht. Quatsch. Warum? Ich habe eine Feststellung getroffen. Keine Fragestunde eröffnet. Los, weiter. Es steckt wenig Effizienz in dieser alten Bauweise. Weißt du, was effizient wäre, Nyra? Lol, jetzt habe ich echt noch einen... Ich dachte, ich den Teleport hätte ich schon. Effizient wäre es, den Typen einfach hier sterben zu lassen. Das Leben wäre so viel einfacher. So viel einfacher. Wir halten uns weiter an der Flanke des Berges. Ihn zu überqueren ist zu gefährlich. Welche Gefahren lauern da oben? Alles Mögliche. Egal wie oft unsere Stoßtrupps versucht haben, den Berg zu nehmen, es hat sich als zu gefährlich erwiesen. Vermeiden wir also eine Konfrontation. Los, weiter. Und nimm etwas Geschwindigkeit raus. Getrampel können wir nicht brauchen. Wie sieht's aus? Ich wäre soweit, einige strategische Pläne der Morkons zu erbeuten. Deren zerstörerisches Potenzial könnte das Depot in Schutt und Asche legen. Das gilt es mit aller Macht zu verhindern. Es gibt weitaus Gewaltigeres, das uns alle bedroht. Die Angriffe der fremden Eindringlinge haben klare Strukturen und ihre Intentionen sind mehr als eindeutig. Doch die Falschheit und Unberechenbarkeit der freien Menschen ist für mich weitaus bedenklicher. Die Morkons machen keinen Hehl daraus, dass sie destruktive Fanatiker sind. Das sollen wir alle glauben, doch ich denke, da steckt noch mehr dahinter. Finden wir erst heraus. Nicht jetzt. Machen wir später. Weiter geht's. Hat einen schlechten Zeitpunkt für die Quest genommen. Weich mir nicht von der Seite und achte auf sich bewegende Schatten. Überraschungen sind ein Element, auf das wir verzichten können. Keine Ahnung, wovon er redet.
Ja, also, dass die dann mit ihrer Quest mitten in die andere Quest bricht, ist halt doof. Warum halten wir? Nur so ein Gefühl. Besser, wir sondieren die Lage. Ich rücke vor und du kommst mit etwas Abstand nach. Bleib unauffällig. Arbeite an deiner Haltung. Ein Troll bewegt sich unauffälliger als du. Ein Schuss. Was du sagst. Was ist jetzt? Ein Schuss. Da vorne liegen zwei Kleriker. Tot, dem Anschein nach. Ich sehe vor allem ein paar Viecher. Die Kristallratten müssen wir natürlich beseitigen. Freiwillig lassen sie uns nicht an die Leichen. Einverstanden. Ich gehe voran. Und ich bin unauffällig hinter dir her. Nee, Moment. Doch, der ist in meiner Gruppe. Theoretisch kriege ich die Erfahrungspunkte, wenn der was tötet. Ja. Oh, er ist gestorben. Heute nicht mal mit einer kleinen Kristallratte klarkommen. Er war äußerst ineffizient. Dinge passieren nun mal. Niemand hätte ihn retten können. Er hat's überlebt. Ich wollte schon mal an meiner Ausrede arbeiten, aber... Hier fehlt eine Leiche. Wie kommst du darauf? Die zwei waren Kundschafter und für gewöhnlich sind sie zu dritt unterwegs. Was wollten die Kleriker hier? Ressourcen auftreiben. Seit wir ihren Lebensraum minimiert haben, fehlt es ihnen an Nachschub. Eine notwendige Maßnahme unsererseits. Hm? Notwendig? Warum? Ignadon ist von großer strategischer Bedeutung. Die Kleriker würden es niemals schaffen, das Land auch nur ansatzweise gegen die Fremden zu verteidigen. Und dessen bist du dir sicher? Wenn sie uns schon nicht aufhalten konnten, wie hätten sie ihnen dann etwas entgegensetzen sollen? Ja. So betrachtet können sie sich glücklich schätzen, dass wir sie vertrieben haben. Egal, konzentrieren wir uns darauf, den Dritten im Bunde zu finden. Naja, okay. Nach dir. Ist was Wahres dran. Nicht so schnell. Nimm von hier mit, was du brauchen kannst. Da die Angreifer kein Interesse an der Ausrüstung hatten, machen wir uns diesen Umstand zunutze. Bin gleich zurück. Banker habe ich als Errungenschaft gerade freigeschaltet. Wahrscheinlich habe ich wieder so und so viel Elex gesammelt im Spiel. So, weiter geht's. Können weiter. Worauf wartest du? Beeil dich mal. Gut. Rücken wir ab. Allzu lange kann der Angriff noch nicht her sein. Die Spur ist frisch. Ehrlich gesagt sehe ich hier gar keine Spur. Oh, guck mal, da ist schon wieder ein Teleporter. Aber den kenne ich schon, den Teleporter. Ja. Den kenne ich schon. Tot. Dachte ich es mir doch. Seine Verletzungen waren wohl zu stark. Du hast doch früher mit den Klerikern zu tun gehabt. Was hat zu ihrem Zusammenbruch geführt? Nicht, dass es mich stört. Mich interessiert es nur. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ein ehemaliger Commander sollte jedes Detail über seine Feinde kennen. Hier können wir nichts mehr ausrichten. Lass uns... Achtung! Hinterhalt! Oh, was war das denn? Lasst meine Nyra in Ruhe! Sie muss meine Kinder gebären eines Tages! Hm.
Oh, scheiße. Boah, noch ein Schlag und ich wäre tot gewesen. Nein, Niere! Ich will die Niere Sichel haben. Das sind voll die geilen Waffen. Weißt du, ich kümmere mich hier um wie viele Leute? Drei gleichzeitig. Und der kümmert sich um einen. Und er sagt, dass ich ineffizient bin. Oh, Scheiße. Ich bin ineffizient. Ja. Ein Clip, bitte. Mit. Also, seine Verletzungen waren wohl zu stark. Du hast doch früher mit den Klerikern zu tun gehabt. Was hat zu ihrem Zusammenbruch geführt? Oh, da habe ich so eine, nicht, dass es mich stört. Paar Theorien. Das nur. Also Zarek, der Glaube war eindeutig ihr Problem. Ihr Glaube hat sie zu Fall gebracht. Eindeutig. Glaube. Ich werde den Sinn hinter diesem Wort nie verstehen. Hier können wir nichts mehr ausrichten. Lass uns. Achtung, Hinterhalt. Ja. Wir sind aber wirklich aus dem Hinterhalt aufgetaucht. Lasst Syrer in Ruhe. Das Team hat mir doch schon. Nee, nicht Syrer, Nyra. Hallo, hier bin ich. Nyra, nein, don't do this. Alter, hätte ich eine Granate, ne? Warte, habe ich hier die noch? Nein! Scheiße. Nein, doch nicht den Menschen! Nyra! Oh Mann. Ey, wenn du mir den Kill stealst. Junge, geh weg, das ist meiner! Wollte schon sagen, das kann ja nicht angehen hier. Interessanter Kampfstil. Anscheinend hast du nicht alles verlernt. Und das aus deinem Mund? Komische Wesen, die Tatsachen. Hätten wir die Fremden nicht zurückgeschlagen, wäre ihr Plan wohl aufgegangen. Du glaubst, sie wollten uns in die Falle locken? Zusammenhänge herstellen ist nicht deine Stärke. Die Falle galt den Klerikern. Das Fernbleiben ihrer Kundschafter wäre nicht lange unbemerkt geblieben. Würde ich außen sagen. Ihre Nachhut hätte den Hinterhalt nicht überlebt. Sie wären einer nach dem anderen dezimiert worden. Wir aber waren eine Unbekannte in der Rechnung. Nur deshalb ist sie nicht aufgegangen. Aber räumen wir das Feld. Und das im Laufschritt. Naja. Sie haben unsere Stärke einmal unterschätzt. Ein zweites Mal passiert ihnen das sicher nicht. Man muss aber auch sagen... Karakis ist unsicheres Terrain. Der Zwischenfall mit den Fremden zeigt dies nur allzu deutlich. Wir schonen uns erst, wenn wir die Basis der Kleriker erreicht haben. Halten wir uns also ran. Man muss aber auch sagen, erstens, ich habe zwei getötet und der Typ hat auch zwei getötet. Und zweitens, die waren 4 gegen 3. Und also eigentlich, naja, Nyra war anwesend. Die hat die Teilnehmerurkunde verdient. Die komischen Wesen sind die Aliens, gegen die es in diesem Teil vorzugehen gilt. Ach da, lol. Wenn der keinen Sound gemacht hätte, der hätte mich einfach von oben killen können, ne. Und da sind zwei weitere Gegner. Da oben und da unten. Ah ne, 3 Gegner.
Das ist gut, mit dem machen wir hier ganz gute Erfahrungen. Ich will nachladen und nicht die Waffe wegstecken. Hey, komm! Ich wollte gerade sagen, ein Hit noch. So. Hit him, baby, one more time. Die, die, Fledafi, die. Hier entlang. Ich weiß gar nicht, ob der wirklich viel gekämpft hatte gerade. Ich glaube aber schon, ne? Das ist doch noch völlig. Ein Verseuchter, so heißt die. Mit den Wesen bin ich schon nicht so ganz. Ich sollte vielleicht mal mehr auf Nahkampf gehen, damit ich nicht die Munition so verballer. Und weiter. Oh, da hinten kommen die nächsten Viecher. Guck mal, rechte Seite. Hier gehen wir aber hin. Ach du Scheiße. Boah, leck! Okay, der hat mich aber gar nicht getroffen eigentlich, oder? Nyra! Jetzt hat er mich safe getroffen. Da gebe ich zu. Erstmal essen. Jetzt zeige ich euch meinen Lieblingsangriff. So! Boom! Dann sind die nämlich runtergehauen. Oder meistens zumindest. Double Tap! So, wir sind noch nicht fertig hier. Ich habe noch einen Bogen. Der ist ein bisschen stärker, wenn ich Zeit habe. Raptoid. Oh. Okay. Wir gehen zu unserem Kumpel, Nyra. Nyra steht einfach 7 Meter von dem Gegner entfernt und macht einen Kick. Ja, wie wär's, wenn du mir mal hilfst? Nebelmonsterchen! Was macht ihr da? Boah! Immer schön hinten in Poppe schießen! Level up! Erstmal speichern! Das Level up habe ich mir verdient bei den ganzen Viechern, die wir gekillt haben. Und jetzt gucken wir noch mal gerade ins Inventar. Was war das? Hier den Segensbringer, ne? 4 Punkte in Geschicklichkeit. Die müssen wir ja wohl hinkriegen, oder? Geil, ja. Dann mache ich noch ein bisschen mehr in Stärke. So, statt dem Sky and Plaster hier können wir nämlich jetzt den Segensbringer verwenden. Oh, das war falsch. So, der Bogen ist immer noch stärker als die Laserwaffe. Aber okay. So, Nebelmonsterchen. Geil. Lol. Wie geht's dir, Nebelmonsterchen? Schön, dass du reinschaltest. Bist du wieder im Matheunterricht oder... Oh, warte, erstmal die neue Waffe direkt mal testen. Boah. Die Kämpfe werden nicht weniger. Da vorne. Nyraxen! Mit denen werden wir fertig. Mit denen werden wir fertig. Ich hatte erwartet, dass du so reagierst. Easy. Mir nach. Du kümmerst dich um die da, ich kümmere mich um... den Pestkreis. Hallo? Wo kommt der denn jetzt hoch? Komm. Da, Drachenhäkchen voraus. Oh, was sollte ich dir einfach zu denen wieder? Sehr gut, Nyra. Du machst das. Ich glaube, Nyra wurde gerade K.O. gehauen. Hinter mir ist noch einer. Ich habe es gerade gesehen. Aber der erste ist tot.
dann esse ich erstmal. Nee, gerade hast du Deutsch, war ja klar. Mitten im Unterricht am Sitzen und einfach mal meinen Stream schauen. Muss man deine Lehrerin fragen, ob die mich nicht streamen will. Ich kann euch Deutsch beibringen. Ich rede einfach was und ihr übersetzt das ins Englische. Und dann habe ich ein paar Zuschauer mehr. So, noch drei Wachenäpfel. Ne, den Pestgreif. Hier war aber noch irgendwas. Da. Ein Kritter. Den gehe ich jetzt nicht looten. Der ist mit zwei weg. So ziemlich keiner von uns kann ordentlich Deutsch. Das ist okay. Ich kann kein ordentlich Englisch. Wie wäre es, wenn wir uns in der Mitte treffen und wir sprechen Englisch? Let's talk about Englisch. I have to talk to Tarik. Kreaturen sind mir lieber als das lila Gezücht. Ihre Angriffsmuster wiederholen sich und sie sind leichter abzuwehren. Ein Makel ihres Instinktes. Ja. Und jetzt? Die Drachenhexen sind erledigt. Das schon. Dennoch fühle ich etwas, das sich als Unzufriedenheit beschreiben lässt. Weil du scheiße warst. Das mit den Viechern nicht schnell genug? Wir sollen große Dinge aufklären. Dennoch sind es die Kleinen, die uns aufhalten. Ich muss unseren Weg optimieren. Zum Glück kenne ich eine Alternative, die unseren Pfad beschleunigen sollte. Und wie sieht die aus? Über den Berg? Das wirst du bald sehen. Los jetzt. Los jetzt. Wupp, wupp. Mein Laptop wurde abgenommen, jetzt bin ich am iPad. Alter, das ist doch ein schlechter Scherz. Unser Ziel rückt näher. Kommen wir zu meiner Alternative. Wir gehen durch den Berg. Dieser Weg sollte frei von allzu großen Gefahren sein. Zumindest war er es, als ich ihn das letzte Mal gegangen bin. Eine Abkürzung? Eine Lebensversicherung. Im Schutze des Berges sind wir sicher vor weiteren Zwischenfällen. Machen wir uns auf den Weg. Aber weich mir nicht von der Seite. Sicher ist sicher. Miss Mickey schrieb gerade, hätte ich so wenig Haare wie er, wäre ich auch unzufrieden. Ganz schön mies. Warum locken bestimmte Gegenden nur immer große Bestien an? Ist das wichtig? Für mich schon. Du hingegen betrachtest Gefahren ja als Einladung, anstatt einen Bogen, um sie zu machen. Wieso sieht das hier noch so aufgeräumt aus wie immer? Solche Anlagen sind oft Verbindungsstraßen für primitive Fortbewegungsmittel gewesen. Glücklicherweise haben wir Alps die archaischen Gerätschaften der Menschen nicht nötig. Dir ist schon klar, dass wir zu Fuß unterwegs sind? Ein Gleiter wäre mir auch lieber, aber die Umstände lassen es nicht zu. Achtung, da kommt jemand. Los, auf Position. Was macht ihr hier? Veronika! Kümmer du dich darum. Meine Expertise mit Menschen ist begrenzt. Sprich mit Veronika! So, eigentlich darfst du mir die Sachen gar nicht abnehmen. Wir dürfen alles frei verwenden, wie wir wollen. Wenn sie das iPad abgenommen bekommt, hat sie immer noch das Handy. So, bis Mickey fragt daraufhin, lernen magst du nicht, oder? Sehe ich aus, als müsste ich Deutsch lernen. Ja, gut, was beiden betrifft, auf jeden Fall schon mal nicht. Das stimme ich dir zu. Ja. Aber Deutsch ist, glaube ich, auch mehr als das, oder? Das ist doch auch Geschichte und so. Nur Amerikaner lernen deutsche Geschichte einfach vollkommen falsch. Also ich weiß wirklich nicht, was das soll. Ich spreche Deutsch 100% akzentfrei, ja. Und schreiben, wie gesagt, bist du auch prima. Ich weiß es nur nicht, wenn es um Geschichte und so geht, aber in deutscher Geschichte bin ich auch nicht so gut. Aber was die Amerikaner lernen in Deutsch ist echt übel. Das ist so, als würden wir Deutsch-Amerikaner amerikanische Geschichte lernen. Wir haben auch keine Ahnung. Ich kenne mich in deutscher Geschichte besser aus als die meisten Deutschen. Das glaube ich dir sogar. Aber nicht, also die meisten Amerikaner kennen sich nicht in deutscher Geschichte besser aus als die meisten Deutschen. Und das merkt man. Genauso wie
wir uns nicht in amerikanischer Geschichte sonderlich auskennen. Naja, vom Verhalten bist du 100% deutlich. So. Ich habe euch was gefragt. Wer seid ihr und wo kommt ihr her? Wer bist du? Wer bist du? Veronica. Steht doch schon Antwort auf meine Frage. Über ihrem Kopf. Wir wollen zu den Klerikern. Ach, wirklich? Wirklich. Ein Mensch und ein Alp. So ein Gespann sieht man nicht alle Tage. Zwei Alps. Bass wird sich freuen, euch kennenzulernen. Wer ist Bass? Was? Bass. Wer ist das? Bass. Wir brauchen Bass. Das wollen wir. Und er ist gerade erst zurückgekehrt. Wir sind eine kleine Gruppe von reisenden Händlern. Das hier ist seit kurzem unser Unterschlupf. Was? Normalerweise wickeln wir unsere Geschäfte draußen ab, aber wenn wir schon mal Gäste haben, könnt ihr auch vor Ort eure Ausrüstung aufstocken. Keine Sorge, wir haben keine Vorurteile. Nicht einmal gegenüber Alps. Im Gegenteil. Sag deinem Begleiter das und folgt mir dann. Liebe Monsterschimp meint doch gerade, woher wir denn wissen, wie das Verhalten von Amerikanern ist. Wir kennen das Verhalten von Amerikanern nicht so, sondern nur das Klischee Amerikaner, was man halt so mitbekommt. Aber wir kennen das deutsche Verhalten und so wie du hier in den Chats agierst, finde ich auch, dass das eigentlich ein typisches deutsches Verhalten ist, auch wie du sprichst und so. Also nicht nur die Aussprache und dass du auf Deutsch schreibst sein, sondern auch wie du dich ausdrückst, ist auch viel Deutsch. Ich habe vergessen, was ich lernen sollte in Geschichte. Ja, vor allen Dingen über die Kriege. Das war auf jeden Fall. Dann noch ein bisschen Politik. So, wer war Bundeskanzler und so. Also alle, die wir bisher hatten. Wie viele hatten wir? Ich habe keine Ahnung. Waren ein paar, aber weniger als die amerikanische Geschichte an Präsidenten vorweist. Und ja. So ein Kram halt auch... Fall der Mauer und sowas war viel Geschichte. Aber Hauptsache, also das meiste war bei mir tatsächlich alles um die Kriege, die Nazi-Zeit, Sophie Scholl, ja, sowas. Hier das Tagebuch von, oh Gott, wie hieß denn die andere? Das Tagebuch von, ja, Namen. Ich hab's nicht mit Namen, aber ihr wisst, wen ich meine. Anne Frank, danke. Liebe Monsterchen hat's beantwortet, ja. Miss Mickey hätte es fast beantwortet. Anne hieß die, ja. Hab schon überlegt, mir deutschen Pass zu holen. Hey, klar, kommst du mich besuchen. Ich glaube, wir lernen mehr über die deutsche Geschichte als ihr über amerikanische. Das kann gut sein, aber trotzdem lernt ihr sie sehr stark falsch. Das ist mir sehr schon sehr häufig aufgefallen. Also das ist keine Kritik an dich persönlich oder so, sondern ja, was man halt so mitbekommt. Egal, ich brauche keine deutsche Geschichte. Ja, ich finde es halt falsch, dass man, wenn man auf deutsche Geschichte zurückschaut, nur das Schlechte bezieht. Also das ist zum Beispiel sehr doof. Es gibt Deutsche, die nicht mal wissen, was die DDR ist. Ja gut, dagegen kann ich auch nichts machen. Es gibt Deutsche, die sind auch sehr dumm, ja. Da sieht man viel zu sehr den Adolf, genau. Also der war, wenn es bei uns Geschichte gelehrt wird, ist der Zweite Weltkrieg dermaßen im Fokus, dass alles andere nebensächlich wirkt. Als gäbe es keine, also Deutschland war ja, war ja Land der Dichter und Denker. Woher ich das weiß? Nicht aus der Schule. Genau. Das ist halt Hauptthema alles. Sehr, sehr schade, wie ich finde, aber ist leider so. Ich komme heute wieder nicht vorwärts. Bald ihr zwei im Chat seid, mache ich weniger Fortschritte. Aber das ist ja normal, weil man sich viel unterhält, ne? Egal, wir machen mal gerade weiter ein bisschen, aber ich lese auch den Chat weiter. Also ich mag es ja, dass ihr da seid, nicht falsch verstehen. Wir treffen uns jetzt mit... Können wir ihr trauen?
Ich traue ihr genauso wenig wie dir. Was dann wohl Nein bedeutet. Du wolltest, dass wir diesen Weg nehmen. Daran hat sich auch nichts geändert. Dann lass uns weiter. Gut. Ich halte mich im Hintergrund. Du gehst voran. Ja, genau. Also Nebelmonsterchen macht gerade hier ein perfektes Beispiel für das, was die Amerikaner über Deutsche denken, ja? Also, wir hatten mal eine deutsche Austauschschülerin bei uns und am ersten Tag hat die Klasse sie mit dem Hitlergruß begrüßt, weil sie dachten, dass in Deutschland immer noch Hitler persönlich reagiert. Und das andere ist, die Amerikaner denken, dass Bayern Deutschland wäre. Also, wenn du die fragst, was ist typisch für Deutschland, heißt es Bier, die bayerische Aussprache. Und diese, ich weiß nicht mehr, wie die Dinger heißen, diese Kleidung da, diese Dirndl. Und also ganz Amerika denkt einfach, wenn es um Deutschland geht, Hitler und Bayern. Brezel und Weißwürste, genau. Trachtenkleidung, ja, genau. So, ja, okay, aber wenn ich dich frage, was typisch amerikanisch ist, denkst du auch an den Texaner? Finde ich gar nicht, nein. Weil typisch für mich ist an Amerika zum Beispiel New York. Oder, wie heißt das mit dem Beach da? Ist das der Miami Beach? Nee, wie heißt denn der ganz große Beach mit dem, mit dem Riesenrad am Steg. Wie hieß denn der noch? Genau, und dann Burger, Fastfood, genau, riesige Packungen Pommes und dicke Packungen Cola. Times Square geht auch, genau. Die Freiheitsstatue, ja. Genau, also nein, Texas ist nicht Amerika. Also da muss ich dir widersprechen. Die komischen Parks da. Das weiß ich nicht, wovon Miss Mickey damit redet. Also bei typisch amerikanisch denken die meisten an einen dicken Typen mit einer AK, Lederstiefeln, kariertes Hemd mit einem abgeschnittenen Ärmeln und Vollbart. Was du beschreibst, finde ich, ist dieser, also mal abgesehen von der AK, ist dieser typische Holzfäller-Look. Aber auch nicht. Vor allen Dingen die AK würde ich nicht sagen, sondern ich würde Waffengewalt auf jeden Fall. Gangs ist typisch. Das Schwarze ist schwierig haben ist typisch. Ja, wie heißen die meisten Parks? Parks. Ja, Rassismus, also gegenüber Schwarzen auf jeden Fall. Beziehungsweise nicht Rassismus, das würde kein Amerikaner würde sagen, dass in Amerika Rassismus erst, glaube ich. Wir haben viele Parks. Ich weiß auch gar nicht, was du mit den Parks gerade meinst, Miss Mickey. Keine Ahnung. Also der Central Park und so ist bekannt, aber das sind halt diese Parks, ja. Die haben wir aber genauso. Der eine berühmte Park da. Ja, der Central Park. Aber das ist einer von vielen. Danke, da haben wir ihn doch. Der Central Park, ja, aber das ist einer. Der ist halt, ja, mitten in New York, soweit ich weiß, oder? Also wenn ich an Amerika denke, denke ich vor allen Dingen, ja, gegenüber Schwarze ist ein Problem. Polizeigewalt ist sehr häufig, was wir über die Nachrichten mitbekommen. Dann die Gangs, die immer wieder Probleme machen, wo es dann heißt, ja, da ist eine Schießerei, hat da stattgefunden, weil irgendeiner in der falschen Ecke abgebogen ist oder so. Ja, was noch? Boah. Ja, Trump ist natürlich auch eine Nummer. Allerdings genau das Gegenteil war ja Obama.
FBI, NSA, CIA, diese ganzen Dinger, Fast Food, genau. So, Moment. Muss man gerade lesen. Kann man aber auch verstehen, wenn du eine Polizistin wärst und jeder, den du anhältst, legal eine Waffe dabei hätte, gehst du auch auf Nummer sicher. Ja, kann ich verstehen. Gangs sind auch so ein typisches Klischee. Gangs gibt es eigentlich nur in den Suburbs. Das ist möglich, aber es gibt sie in den Suburbs. Und wie gesagt, eure Waffenpolitik ist so dumm einfach nur. Geben wir all deine Waffe. Ja, genial. Damit wir sie nie wieder wegnehmen können, weil ansonsten würden sie sich wehren. Das habt ihr von der Politik her echt gut gelöst damals. Aber kannst du jetzt nichts mehr machen, ist vorbei. Der Zug ist abgefahren. Ja. Aber Amerika hat natürlich auch viel Gutes. Also die ganzen Filme zum Beispiel bieten sehr viel. Amerika ist das Land der Möglichkeiten, wie es so schön heißt. Finde ich allerdings auch ein bisschen schwierig, weil theoretisch kannst du von Zero zu Hero werden, ja. Aber man hat halt auch einige Steine im Weg. Was mir gar nicht gefällt, ist euer Schulsystem. Was mir gar nicht an Deutschland gefällt, ist unser Schulsystem. Also ja. So, ich mache mal hier weiter und dann machen wir gleich noch ein bisschen Talk Together. Oh, Moment. Das Lustigste ist die Begründung, warum Alkohol ab 21 ist. Alkohol ist nämlich ab 21, weil sie nicht wollen, dass betrunkene Jugendliche mit Waffen rumlaufen. Dass man dann eventuell Waffen verbieten sollte statt Alkohol, daran hat niemand gedacht. Ja, na gut, aber auch geil. So. Nee, also ich möchte auch nicht nur schlecht von Amerika reden, genauso wie ich nicht nur schlecht über Deutschland reden möchte oder über andere Länder. Viele Länder haben ihren Teil tatsächlich trotzdem tolle Sachen beizutragen. Nur ich finde halt zum Beispiel bei Amerika, das wirkt sehr scheinheilig oftmals. Und in Deutschland zum Beispiel kommen immer mehr Skandale auch raus. Und da finde ich dann auch wiederum, dass diese Scheinheiligkeit echt übel ist. Je mehr. Finnland ist geil. Ich habe keine Ahnung von Finnland tatsächlich. Norwegen aber auch. Ja, von Norwegen und Schweden, da sind die Leute echt positiv. Das sind einer der besten Länder, habe ich gehört. Jedes Land hat so tolles und interessantes Essen unter anderem. Tolles und interessantes Essen unter anderem, ja. In Finnland wird unser Cousin. Ja, genau. Den habe ich aber leider noch nie im Leben persönlich getroffen, leider. Aber ja, weiß ich. Norwegen hat so geile Tunnel, da gibt es Kreisverkehre im Tunnel. Okay, gut. So, ich mache mal ganz kurz hier noch weiter. Ich will nicht nur. Wir müssen mal hier. Oh, ich bin aus dem Spiel getappt. Ihr seid die ersten Gäste, die bei uns aufschlagen. Ist noch alles ein bisschen unordentlich, aber scheiß drauf. Wo kommt ihr her? Die meisten von uns gehörten mal Baxters Truppe an. Nur seit er auf seriös macht und Bürgermeister spielt, haben wir die Segel gestrichen. Sein Schrottplatz im Krater spiegelt nicht mehr unsere Idee von Freiheit wider. Deswegen sind wir hier. Okay. Wer hat euch von diesem Ort erzählt? War auf ein Papierfetzen der alten Welt verzeichnet. Hat eine Weile gedauert, bis wir kapiert hatten, was wir da haben. Aber dann ging es ganz schnell. Sachen packen und Ungeziefer verjagen. Das ist im Grunde auch schon alles. Ich krieg's nicht gelesen, aber auf jeden Fall Missing und dann halt die Person. Und das Rest, keine Ahnung. Ich glaube, das ist übrigens so geschrieben, dass es darstellen soll, dass das eine alte Schrift wäre, die nicht mehr verwendet wird. Deswegen soll man das nicht so gut lesen bekommen. Ich lese nachher nochmal euren Text, aber jetzt will ich gerade wirklich hier erstmal noch ein bisschen Content liefern. Und danach machen wir noch ein bisschen Quatschen. Ich finde das so cool, was die hier draus gemacht haben. Tatsächlich gefällt mir. Willkommen in unserem bescheidenen Heim. Boss sitzt da hinten. Geht zu ihm. Boss, wir brauchen Boss. Was wollen wir? Boss, wir brauchen Boss. Ist nicht, Kumpel. Sprich mit dem Boss oder mach einen Abflug. Okay.
Ihr seid ein wenig vom Weg abgekommen, wie mir scheint. Gestatten, Buzz, Chef dieser kleinen Herberge verirrter Seelen. Was können wir euch anbieten? Nichts. Wir wollen nur passieren. Mein lieber Freund, das ist nicht nichts. Das ist eine ganze Menge. Freies Geleit gibt es nicht umsonst. Das kostet. Nur weiß ich nicht, ob ihr auch zahlen könnt. Was verlangst du denn? Was verlangst du? Ich mache dir einen Vorschlag. Dein stummer Freund hat etwas, das ich haben will. Er hat eine geile Wenn er sich von seiner Rüstung trennt, lasse ich euch weiterziehen. Ich rate euch, dieses großzügige Angebot anzunehmen, denn raus kommt ihr andernfalls nicht mehr. Zumindest nicht in einem Stück. Wir sind hier nicht mit euch eingesperrt, sondern ihr mit uns. Wir sind hier nicht mit euch eingesperrt, sondern ihr mit uns. Große Worte, nichts weiter. Willst du es drauf ankommen lassen? Na schön. Ich bin ja kein Idiot. Ich sehe, dass ihr was drauf habt. Aber mein Berufsethos verlangt nun mal, dass ich euch die Taschen umkremple. Kannst du nicht einfach 50? Nun trägst du kaum einen Splitter mit dir herum. Das stimmt. Es bleibt also dabei. Die Rüstung oder dein Leben. Du entscheidest. Hier ist mein Angebot. Alles drauf. Mein Fuß in deinem Arsch. Du dummer, dummer Junge. Ich werde dich in Scheiben schneiden und dir damit deine dämliche Fresse stopfen. Verfluchte Made! Er hat eine Giftwaffe. Oh. Ich muss mal kurz weg und mich heilen. Boah! Ich hab's zum Glück gehört, wie die Waffe nachgeladen wurde. Fuck! Wie viele sind das denn? Habe ich noch meine Granaten? Nein. Ich wollte ja Content liefern, ich Idiot. Ja, das ist ein bisschen buggy gerade, das nutze ich natürlich für mich auch. Ein bisschen Veronika in den Rücken schießen. Dusty. So. War nur noch das, die du da ich. Ich werde jetzt nicht verrecken an dem, ja genau. Menschen können den Hals nicht voll genug kriegen. Ohne ihren Anführer werden sie bald in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Wir sind hier fertig. So stark bin ich. Alter Schwede, Mann, bin ich geil. Ich brauche was zu essen. Habe ich Granaten überhaupt? Die hätte ich mich gerne geworfen. Nee, ich habe keine Granaten. Ich wollte die mir irgendwann mal kaufen, habe ich gemerkt, scheiße, ich habe gar kein Geld. Hol ich mal das gebratene Fleisch in die Liste. Und ich esse mal irgendwas Gutes. So ein Chili con Carne hier. Bam, Junge. Gib mir all dein Loot. Ich hatte genug von dir. Ich nehme deine Waffe und ich sage dir, verzieh dich.
Was? Tagebuch erhalten, okay. Trank des Gauners konnte man easy stehlen, weil Klopapier stehle ich auch. Easy! Geilo, Matiko, was haben wir denn hier noch? Scheiße. Ach ja. Hier entlang. Den Rumtreiber, klar. Gib mir deine Axt. Warum mache ich für Dawkins diesen Mist? Ich habe ja keine andere Wahl, wenn ich nicht elendig verrecken will. Lol. War ja klar, dass Lyra jetzt aufs Maul bekommt. Ich hab ja gesagt, die sind mit uns eingesperrt, nicht wir mit denen. Oh, Vorsicht, gleich kommt ein Zug. Oh, ist dein Kopf ab? Tja, Pech gehabt. Oh. Das war unnötig, das Gewicht zu. Meins, meins, meins. Oh, ich glaube, die ist immer noch vergiftet. Ich gehe zurück, weil... Den da, genau. Dich hole ich mir. Nyra, greif an! Warte, da ist noch einer. Was du denn? Hier, ich kann dich auch treten, wenn du das willst. Bam! Bald hat deine Mutter zwei Kinder, weil ich dich halbiert habe. Oh, wo kommst du denn her? Oh, Nyra, schon wieder down. Nyra, das kann ich mir echt nicht immer erlauben. Konzentrier mich gleich. Oh, nicht mit der Schrotflinte, hallo? Wie unfair ist das denn? Ich hab hier auch nicht mein Lasergewehr, Penner. Wisst ihr, wie unfair das ist? Spürst du, wie unfair das ist? Hä? Spürt ihr es? Nahkampf mit der Pistole? Ich wollte einen fairen Fight und ihr so, ey, geht ja gar nicht. Bitches. Aha. Wo waren wir? Egal, ich schließe gleich. So. Nee, ich setze mich nicht auf die Bank. Gib mir den kleinen Heiltrank, genau. Und gebt mir vor allen Dingen euer scheiß Elex. Habt ihr euch nicht verdient? Hier, Elex-Siedbeutel. Nein, nein. Oh, komm schon. Aufstehen! So. Wann das andere? Da. Danke. Kann ich hier noch was nehmen? Da steht noch so viel Zeug rum. Ich kann nichts nehmen. Na ja, gut, schade. Haben wir hier noch was? Oh ja. Blumentopf, geil. Und einen goldenen Teller. Oh. Noch ein Teller. Ein Pokal. Das wird mir zu Voldemort geportet. Noch ein bisschen Elixir. Ist das Muckefuck gewesen? Nee. Ja, ansonsten ist eine Bank setzen. Ich guck mal noch gerade ein bisschen billig. Ah, nochmal. Boah, 14 Einheiten mehr Essen. Geilo. Und eine Ratte. So. 58. Nice. Da unten war noch ein Heiltrank. Hab ich gesehen. Jawohl, rohes Rattenfleisch aus dem Schrank. Ungekühlt und so. Einfach nur aus dem Schrank genommen. Mana-Trank, Banditen-Nachricht. Wir sind so KLUK. Erst haben wir nachts die Kleriker-Idioten. Oh Gott. Die Kleriker-Idioten in ihrem Außenposten geklaut und dann haben wir alles in den Tresor
in der Nähe vom anderen Ausgang gesteckt. So mussten wir nicht alles durch den ganzen Tunnel schleppen. 1, 2, 3, 4. Alter Schwede. Wie geil ist diese Nachricht bitte gewesen? 1, 2, 3, 4 ist Codierung für den Safe. Beste. Da, noch eine Läuferklinge. Nee, ein schlechter Schwert, noch besser. Ah, apropos Waffen. Muss mal gerade gucken. Achso, ne, die einfache Alphose. Nee. Was haben wir denn jetzt hier an Waffen? Gar nichts Besonderes, ne? Nee. Die können wir verbessern. Dann kriegt man eine normale Läuferklinge und dann guckt man mal, wie gut die ist. Schlechter Messer. Hier brauche ich auch noch mehr Stärke für manche Beißen. Ich hoffe, das war nicht zu laut. Gerade ist draußen ein Auto vorbeigefahren. Falls doch, tut es mir leid. Aber ich habe Fenster offen, weil warm. Okay. Jetzt gehen wir den Tresor suchen. Weiter geht's. Was ist eigentlich hier so am Ende vom Tunnel? Alter, da siehst du ja gar nichts. Gar nichts, okay. Da hat gerade gestanden, dass ich mit Dings reden konnte, oder? Ich glaube ja. Im Chat wird gerade verglichen, amerikanisches Essen, deutsches Essen, amerikanische McDonalds, deutsche McDonalds. Da war noch ein mächtiges irgendwas. Mächtiger Halt. Gott, da ist doch noch mehr, oder? Ein Klebeband, na gut. Hier oben noch was? Nope. Hier vielleicht noch? Nee. Weiter geht's. Wo ist der Safe? Der Tresor, meine ich. Dex? Was macht die denn? Wie geil sieht die denn aus? Also wenn ich der begegnen würde, hätte ich mehr Angst gehabt als vor Bass. Die hat einen geilen Style. Da ist noch was. Ein Elix-Trank. Ich mach mal hart. Aber den da hat er geknallt. Oh. Bam, bam, bam. Ja, der rutscht sich ein bisschen aus, das sieht man ja. Klebeband. Aber hier ist kein Safe. Kein Tresor. Geil, Klebeband. Der hat was vom anderen Ausgang gesagt, deswegen hoffe ich, dass der am Ende tatsächlich ist. Ansonsten gehe ich zurück und suche nochmal. Geld. Die müsste ich mir echt eigentlich mal alle angucken. Die ganzen Plakate hier. Das sind doch mit Sicherheit irgendwelche Anspielungen auf Filme oder sowas. Das da zum Beispiel könnte auch Paramount Pictures sein. Guck mal, das da kennen wir ja schon. Ja, die anderen. Da oben könnte Jackie Chan sein oder Bruce Lee. Und weiter. Da ist der Safe. Kann ich den hacken? Ich bin nicht gut genug. Okay, dann 1, 2, 3, 4.
Geil. Geht doch. KLUK. Beschädigter Raketenwerfer, schwarzgebrannter Dosenfleisch und ein Elix. Gut, habe ich ein bisschen mehr erwartet, vor allem an Geld. Aber weiter geht's. Alexi. Wir sind draußen. Ich mache ein bisschen länger die Folge, damit sich das mit der Stunde auch endlich gelohnt hat. Wieder frische Luft. Erinnere mich daran, diese Abkürzung vorerst auf Eis zu legen. Warum soll es gesäubert? Ich werde es mir merken. Die Kleriker sind in Reichweite, aber vorher müssen wir noch etwas klären. Warum hast du für mich Partei ergriffen? Es ging schließlich nicht um deine Rüstung. Ich an deiner Stelle hätte die Bedingungen dieses Banditen ohne zu zögern erfüllt. Genau, ich wollte gerade sagen, ich habe Prinzipien. Aus Prinzip. Ich lasse meine Partner nicht im Stich. Nicht einmal mich? Interessant. Konzentrieren wir uns weiter auf unsere Mission. Es ist nicht mehr weit. Ich bin ja kein Verräter, auch wenn die ganze Welt das anders sieht. Beziehungsweise alle als Phoenix. Da. Wo sind wir überhaupt? Lass mal Map gucken. Alter, wo sind wir hier durchgelaufen, bitte? Ich glaube, wir sind irgendwie hier so rein und dann da raus. Kann ich mir zumindest sehr gut vorstellen. So. Hier entlang. Wie gesagt, ich habe Prinzipien. Da müssen wir auch irgendwann noch mal hingehen und gucken. Da hinten auch. Oh, was sehen meine entzündeten Äuglein? EP auf Bein. Sind da die... Ich glaube schon. Kleriker, weil das sieht nach einer riesigen Festung aus. Wir sind am Ziel. Die Basis der Kleriker liegt vor uns. Hier trennen sich unsere Wege. Du entlässt mich aus deinem Kommando? Temporär, ja. Oh! Da die Kleriker mich kaum in ihren Stützpunkt lassen, wirst du diesen Part übernehmen. Hör zu. Ich habe in Skibors Kleriker-Uniform eine ID-Karte gefunden. Zeig sie der Wache am Tor. Als Kontrollinstanz wird sie unter Garantie etwas damit anfangen können. Ah, viel Spaß im Lurk-Nebelmonsterchen. Passt du dein Verhalten an. Denk daran, unser Ziel ist es herauszufinden, ob Skibor den Anschlag für die Kleriker verübt hat. So gut wie erledigt. Unter keinen Umständen dürfen die Kleriker erfahren, in wessen Auftrag du unterwegs bist. Wirst du enttarnt, könnte das unsere Mission kompromittieren. Und die Spur wird kalt. Ach, und noch etwas. Dass ihre Kundschafter tot sind, behältst du vorerst für dich. Diesen Trumpf spielst du nur aus, wenn er gebraucht wird. Okay. Ich hab aber... Wo war das Vieh? Da hinten. Ist nur ein junger Stachelrücken. Ist nur ein toter Stachelrücken. So, Teleporter, Teleporter, wir teleportieren uns. Da ist der Teleporter, geil. So, Teleporterburg wurde aktiviert. Es ist gut zu wissen, dass die Kleriker hier sind. Ich wusste tatsächlich gar nicht, wo die Kleriker sind. Aber jetzt. Zeig mir deine Morkons. Zeig mir deine Morkons. Gehen direkt in die nächste Quest. Gut, folge mir. Oh. Es ist wie das letzte Mal. Irgendwo dort haben die Morkons ihre strategischen Pläne gelagert. Und ich denke, sie werden nicht darüber erfreut sein, wenn wir sie ihnen entwenden.
Ja, also sobald wir die... Ist wohl besser, wenn ich gar nicht erst darüber nachdenke. Sobald wir die Dinge... also besser vorsichtig. Ich bleibe hinter dir. Oh, das war schlecht. Ah, der geht noch. Dass die Menschheit überhaupt noch existiert, grenzt an ein Wunder, wenn ich mir ihre Wurzeln hier so betrachte. Sobald wir das Ding entwendet haben... Was auch immer du dir dabei versprichst, wir werden die Jungs nur verärgern, wenn sie merken, was wir vorhaben. Wenn du das nicht willst, dann sorge besser dafür, dass sie es eben nicht merken. Genau. Sobald wir allerdings den... Oh, die haben die Minen. Den Zettel oder was auch immer wir klauen wollen. Ah, mein Kopf. In die Hände nehmen, werden wir ja sowieso erwischt. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Würdest du mal gucken? Oh. Das Schleichen kannst du dir sparen. Geil, ich habe einen Sonnenbrunnen bekommen. Ich bin nicht gut genug. Das Schleichen kannst du dir sparen. Wer sieht mich denn? Hier ist niemand. Warte, ich habe eine Idee. Erstmal gucken, was die neue Sonnenbrille bringt. Kannst du Gegenstände besser sehen? Nice. Aber hier. Guck mal. Niemand hier kann mich sehen. Wo der letzte ist, weiß ich nicht mal. Ach, da vorne. So, und jetzt werden wir gesehen, ne? Das sind die Pläne. Jetzt weg hier. Nee. Ja, okay, aber ich will noch die Truhe haben. Was ist mit... dem Schlösserknacken? Das Schleichen kannst du dir sparen. Schlechter Zeitpunkt. Okay. Ich würde sagen, sie haben uns bemerkt, aber das war mir irgendwie schon vorher klar. Aufmerksamer Vandale, naja, okay. Bluthund! Oh. Noch ein Bluthund. Was für eine geile Waffe haben die? Glitzert so. Kurz nachladen, dann töte ich dich. Und der letzte ist... der letzte. Hä? Eins. Zwei. Drei. Ach da! Oh Gott. Oh, ein Bluthund. So nicht. Doch, so schon. Mehr als Zerstörung steht offenbar nicht in dem Vermögen dieser Morkons. Mauer, ja, stimmt. Dafür stehen sie. Hier sind die Pläne der Morkons, die du wolltest. Gut, das ist sogar sehr gut. Sehr gut. Endlich bekomme ich ein paar mehr Einblicke in die Machenschaften dieser religiösen Fanatiker. Ich werde sie alsbald auswerten. Was dann? Das weiß ich noch nicht. Frag mich später noch einmal danach. Hast du denn mittlerweile irgendwelche Erkenntnisse aus den erbeuteten Plänen gewonnen? Ja, in der Tat, das habe ich. Doch ich glaube kaum, dass sie dir nützen werden. Warum nicht? Es geht um emotionale Reaktionen und Einstellungen bestimmter Sachverhalte. Zum Beispiel? Wie sie über Fortpflanzung denken. Was sie machen würden, wenn alle anderen Gemeinschaften nicht mehr da wären.
weiterführende Techniken im Zusammenhang mit unausweichlichen Bedrohungen und Überlebensängsten. Du redest über Psychologie, über das Menschsein an sich. Sieht ganz so aus. Okay, wie willst du damit dein Volk beschützen? Das solltest du eigentlich am besten wissen. Kenne deinen Feind und du weißt, wie du ihn am effektivsten treffen kannst. Mit Tripper. Ja, genau. Okay, das fand ich gut. Veluten. Nein, nicht Lagerfeuer. Sagt die Veluten. Judikatorenklinge war das eine, okay. Regentenschwert. Mit den Regentenschwertern, das ist ziemlich nice. Die gefallen mir, die sehen gut aus. So, jetzt aber nochmal. Ruhe knacken. Oh geil, ich kann es wirklich jetzt mit dem Ding. Das war wohl nichts. Das war wohl nichts. Nee. Nee. Ja. Das war wohl nichts. Nee. Das war wohl nichts. Ja. Das war wohl nichts. Also 4-3-2-1. Und 6-5. Was geht das so? Das war wohl nichts. 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 Also, ja, zu einfach. Ich hab's am Ende gerafft, aber es hat echt gedauert. Maximale Gesundheit und maximale Ausdauer hoch. Nice. Und die Geldkassette. Doppelt nice. Ja, okay. Muss ich zugeben, fand ich merkwürdig. Da habe ich ein bisschen gebraucht mit dem Rätsel, aber es ist halb so schlimm. So hier, Missionen geben mehr Erfahrung. Ach so, habe ich eigentlich noch irgendwelche Tränke, die mehr Zeug geben? Hier plus 1 Gerissenheit, plus 1 Lernpunkte, plus Attributpunkte und ein bisschen perfekt. Genau. Noch 3 Attribute, aber die können wir uns später gucken. Ich weiß gerade nicht, wo wir was brauchen, deswegen passt das schon. Oh Gott, war die halt weggegangen. Ja, okay, macht Sinn. Hier waren wir. So, wie gesagt, ich habe versprochen, die Folge geht ein bisschen länger, weil wir eben schon sehr viel über Dings gesprochen haben. Jetzt sind es noch ein paar 10 Minuten mehr, deswegen würde ich jetzt an der Stelle die Folge tatsächlich beenden. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Ich hoffe, ihr lasst ein Like da oder schreibt einen Kommentar. Allerdings ist beides kein Muss. Wäre schön, wenn wir uns öfters live sehen würden. Dann hätten wir auch mehr zu reden, persönlich und so.
wann euch noch irgendwelche Sachen einfallen, die wir unbedingt hier machen müssen. Sowas wie, geh mal da und dahin gucken. Aber ohne Spoiler bitte, ja? Dann schreibt sie mir auch gerne in die Kommentare. Zum Beispiel, wenn ich irgendwo dran vorbeigelaufen bin und das war echt doof. Sowas wäre ganz cool zu wissen. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen. Es war euch eine Ehre. Und haut rein, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.